Ich grüße euch. So, ich habe gerade wieder so einen Auftrag angenommen. Ich mache ihn fertig. Ist okay. So, meine lieben Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß nicht, wie ich euch begeistern soll. Im Moment merkt ihr doch schon, dass ich auch ein bisschen knatschig bin über das Ganze. Also richtig Spaß macht es einfach nicht mehr. Wir hatten so viel Spaß. So, wir, die Künstler, also wir mit Kamera oder. Wie gesagt, richtige Künstler, ist egal wen. Ihr kennt ja nur Sarah Connor oder was weiß ich, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich kenne ja auch Künstler, die halt hier und auch hier ihre Sachen machen. Ja? Ich meine, wenn so ein Künstler sagt, es kann ja nicht sein, dass das Schauspielhaus in Bochum, in Oberhausen, sind natürlich jetzt nicht staatlich subventionierte Staatshäuser oder so, sondern autonome, also Leute so wie ich, die ein Gewerbe, ich könnte jetzt auch ein Theater aufmachen, so wie ihr wisst schon. Aber den Ärger, den man dann hat, weil man ja mit Menschen arbeitet oder für Menschen da sein möchte, man möchte auf der Bühne für Menschen da sein. Da ich ja wirklich mit allen zu tun habe, wird es für mich sehr schwierig, darüber zu sprechen. Weil einfach ist es nicht. Es ist einfach nicht mehr einfach, mit Künstlern, für Künstler da zu sein, mit Künstlern, die versuchen wirklich am Leben zu bleiben. Ihr seht nicht, was mit den Künstlern los ist und wie sie da sitzen und versuchen, Arrangements zu bekommen. Ich habe auch heute wieder mit einigen, die an sich in der Welt von Philippinen leben. Also, ich mache auch gerade ein Video fertig aus der Welt Philippinen. Mehr sage ich nicht, aus Sicherheitsgründen. Also, ich habe vieles. Ich habe aus Bolivien, ich habe hier einen aus Bolivien, der ein Goldschürfer ist, jetzt aber sein Alter hat. Also, ich habe genug. So, ich möchte aber mit diesen Informationen, möchte ich jetzt keine Videoclips machen. Ich darf es euch nur sagen, wenn ich jetzt an dieser Kamera vorbeischaue, sehe ich, wie einer sich von der Klippe runterwirft, da Acapulco. Ich sehe den Urwald, ich sehe super Sachen, die ich euch nicht zeigen darf. Aber wie gesagt, ich mache ihn fertig, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich mache ihn fertig. So, die Welt analog hat ja vieles aufgezeichnet, nannte man früher ja Zelluloid. Wir hatten das große Glück, Single 8 und danach Super 8 und dann ging es ja immer fröhlich weiter. So, jetzt im Jahre 2022 stehen wir ja schon fast, dass sogar eine Dieselkamera gar kein, sondern auch rein digital arbeitet, hat also keine Verschlusszeit mehr. Ja, also auch keine Mechanik mehr. Ja, also kein Spiegel mehr, der sich schließt, klick, klick, ne? Eine Spiegelreflexkamera. So, auch die stirbt mit der Diesel 90. Ja? DSL 90D von Canon und so weiter und so fort. Dass ich so ein Video jetzt hier mache, ist an sich nur Spaß, wohlgemerkt, weil eine 20-Jährige zeigt euch, wie man das macht, ja, wie man richtig filmt, wie man das richtig macht, also Geräusche einbauen und alles, ja, Tricks einbaut und so. 20 Jahre zeigt euch, hat auch eine 100% Red One in der Hand und so weiter, also eine Kamera, die wir uns nicht leisten, weil wir sie nicht brauchen. Wenn man sowas sagt, was ich jetzt gerade gesagt habe, kommt aus der anderen Ecke, ja, das ist ja nur neidisch, weil das nicht kann. Also mir ist aufgefallen, egal was man macht, ja, egal was man macht, wird man von einer Seite sofort angegriffen, auf der anderen Seite wird man reduziert. Ja. Die Welt digital fand ich geil und die wollte ich immer haben. Jetzt habe ich sie und zum ersten Mal frage ich mich, was hat Frau Merkel 2015 da auf den Weg gebracht? So, 2015 kam auch danach Win 10, das einwandfrei geklappt hat. Win 10 seit
fast 6 Jahren, läuft einwandfrei. So, jetzt kommt Win 11 und da läuft nichts einwandfrei, sind wir wieder in der Welt von damals, die alles angefangen hat. Ja. Ich sehe etwas, was ihr jetzt nicht sehen dürft, aber egal. Ja. Klasse. Ja, okay. Also wie gesagt, ich mache das fertig. Ich mache gerade auch ein Video fertig, deswegen musste ich gerade schmunzeln, weil da wurde, ich sage jetzt einfach mal, es sind ganz viele alte Männer, richtig alte Männer, ich vermute auch, deswegen wollen die das Video auch digitalisiert haben. Hallo. Hi, Grüße, einfach ausdrucken. Danke. Toshiba 1 für Schwarz-Weiß, ne? Ja. Okay. Danke sehr. Ja, bitte.